Willkommen zurück bei Super Mario 64. Wir müssen nicht hier rein, wir müssen auf die andere Seite. Perfekt. Wir gehen in den drittletzten Kurs, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Und zwar, das müsste Goomba Gulliver oder so heißen. Das ist nicht das Richtige. Boah, es ist alles weit weg hier. Das ist das Richtige. Gut. So, Kurs 13. Ah, Gulliver Goomba, andersrum. Pflücke die Schnapp-Piranha. Okay. Ja, das war, glaube ich, diese besondere Welt, die groß und klein ist. So, ich muss mich jetzt mal erstmal orientieren hier. Also, irgendwo muss jetzt also so eine Schnapp-Piranha sein. Ich muss mich gerade wirklich erstmal orientieren, wo ich hier lang muss. Ich weiß es echt nicht. Hier hinten lang schwimmen? Ja, kann ich. Gut, dort kann ich, glaube ich, auch an Land gehen. Diese Welt ist jetzt schon so seltsam, ne? Hier haben wir eine Kanone für später. Gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Und dann kommen wir dahin. So, jetzt ist halt die Frage. Ist die Schnapp-Piranha hier auf der Seite oder auf der anderen? Mit der Röhre hier kommen wir, glaube ich, auf jeden Fall rüber auf die andere Seite. Da hinten. Fall. Okay. Der Bob-Omb. Gott, der Bob-Omb, den wir dann gleich auf der anderen Seite brauchen. Kann ich aber auf jeden Fall da hoch. Gut zu wissen. Hier ist nochmal eine Röhre. Okay, anscheinend müssen wir hier durch. Die ersten beiden sind damit besiegt. Da ist nochmal eine. Hä, die habe ich doch schon besiegt, oder nicht? Okay. Bro.
Ja, danke. Wir haben's. Die Mission an sich ist nicht schwer, aber den Weg dahin zu finden, ne? Ist nicht so einfach. So, jetzt ist die Frage, müssen wir als kleiner oder als großer Mario hin? Mal wieder als kleiner Mario dahin, dann müssen wir wieder an die gleiche Stelle, wo ich vorhin war. Wo ich ursprünglich gedacht hätte, dass wir da lang müssen. So, jetzt darf ich dann erstmal wieder hier entlang schwimmen. Gott, die 100 Münzen hier werden, glaube ich, auch ganz anstrengend. Hätte ich noch höher gekonnt. Aber in Ordnung. Oh Gott, was ist das? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Bei irgendwelchen Red Coins. Na gut. Machen wir halt erstmal die. War zwar jetzt nicht geplant, aber wenn wir gerade schon mal hier sind. Und die 8. Jetzt muss ich nur noch sicher dahin kommen irgendwie. Ja, war nicht die Mission, die wir eigentlich machen sollten, aber ist mir jetzt egal. Wir müssen die ja so oder so alle machen. Für die 100%, von daher. Habe jetzt erstmal die roten Münzen gemacht. Dann versuchen wir es nochmal auf die Spitze zu schießen. Gott, was ein Aufwand. Jetzt wieder dort hinten hin. So, ist das hier jetzt die Stelle oder müssen wir... So, hier müssen wir lang. Nämlich an die Stelle hier, an die gleiche, wo wir auch schon als kleiner Mario waren. Aber eben in der großen Version. Und einfach hier oben ist der Stern. Wunderbar. So, was gibt's jetzt zu tun für uns? Mission. Ja, offiziell Nummer 3. Aber für uns ist dann jetzt schon die vierte. Okay, wir müssen gegen Cooper antreten. Lass mich in Ruhe. Das ist allerdings der kleine Cooper.
heißt, wir müssen jetzt nochmal dorthin und Cooper ist dann genau wo? Hier unten? Ja, hier ist Cooper. So, jetzt ist nur die Frage, wie ist die Route? Tut mir leid, wenn ich das kurz in meinem Internet nachgucke, wenn ich ehrlich bin. War das anstrengend, ey. Ja, mit dem Stern. Danke. So. Als nächstes. Ach nein, das sind jetzt, glaube ich, die 5 Secrets. Okay. So, die 5 Secrets. Wir kennen sie mittlerweile. So, das erste Secret habe ich schon mal geholt. Das ist wie immer da an der Stelle, wo in der anderen Welt die Kanone ist, hier vorne. Und jetzt haben wir hier das zweite Secret geholt. Dann geht's einmal hier vorne. Glaube ich. Genau. Hier haben wir die 3. So, dann hier war ich schon mal. Hier vorne ist das 4. Secret und muss ich gerade mal gucken, wo die 5 ist. Hier bei dem Loch. Lass mich in Ruhe. Digga. Was ist das? Danke. So, wo ist der Stern jetzt gespawnt? So ein bescheuerter Schalter. Gott. Den siehst du aber auch nicht, ne? Gott, viel zu lange gebraucht jetzt für diesen Stern. So. Weiter geht's. Noch ein bisschen durchhalten. Dann habe ich diese Welt hinter mir. Also. Offiziell der letzte Stern, aber dann halt noch der 100-Münzen-Stern, klar. Keine Ahnung, ob ich den jetzt direkt mitmachen soll. Wahrscheinlich schon. Das Gute ist, die geben blaue Münzen, wenn man dann Stampfattacke drauf macht. Das gibt mir schon mal 15 Münzen. So, hier um das Ding drum laufen. Mir dann nochmal 5 Stück und dann sind wir immer schon mal bei 20. Für diese Mission speziell müssen wir jetzt aber trotzdem erstmal. Ah, okay, Glück gehabt. Aber hier sind nochmal 5 Münzen. Komm her, ja. Sehr schön.
Okay, 40 Münzen haben wir jetzt. Hier sind nochmal Münzen. Wunderbar. Da sind auch nochmal Münzen, sehr gut. Und auch hier sind nochmal Goombas. So. Hier sind auch nochmal zwei Münzen. Okay, gut zu wissen. Den haben wir auch nochmal. Und wir haben... Perfekt. Okay. Wie gesagt, ich hoffe, man kommt da auch raus. Wieder. So. Und jetzt nur noch die Hauptmission mit den Wigglern. So, ein letztes Mal. Muss ich diesen... Muss ich das hier irgendwie überleben? Okay, und das war's auch schon. Ja, das ist ja das Schöne. Gut. Dann war das alles von Gulliver Gumba. Ich bin froh, diese Welt endlich hinter mich gebracht zu haben. Bedanke mich fürs Zuschauen. Zwei Welten, ein paar Sterne nachzuholen und dann das Finale steht noch vor uns. 95 von 120 Sternen haben wir. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Zuschauen.